With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Peng, servus und hallo. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der fünften Staffel zur Folge Nummer 20. Und wie immer gilt, wenn noch nicht geschehen, freue ich mich auf euer Abo und ebenfalls eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Yo, wie bereits angeteasert im Community-Tab mit dem Screenshot und im letzten Video so ein bisschen reingeschnitten, widmen wir uns heute mal dem nächsten Teilprojekt auf dieser Map. Wir haben ja nicht schon genug offene Baustellen, gelle, und fliegen mal über die Map ganz in den Süden, wo später unsere fiktive Stadt namens Genua entstehen soll. Und hier ist bereits ein erster Hafen, Baustand entstanden, den ich im Offscreen so ein bisschen immer nebenbei, wenn ich mal irgendwie Zeit hatte, gebaut habe. So schaut das Ding aus. Wir kreiseln mal ein bisschen mehr als 360 Grad um diesen Hafen und deren zwei Hafenbecken drumherum. Und ja, freue mich auf eure Kommentare, auf eure Anmerkungen, auf euer Feedback, auf eure kritischen Kommentare natürlich. Wie seht ihr das Ding? Was hätte man anders machen können? Was kann man noch anders machen? Was ist gut, was ist schlecht? Tatsächlich, so wie es hier steht, ist es natürlich vom Grundkonzept jetzt schon mal in Stein gemeißelt. Der liebe Jengott, der hat einen Screenshot mal vorab bekommen, so ganz geheimnisvoll, und der hat es schon richtig erkannt. Links dieses ein bisschen verbaute, geometrisch verkorkste Konstrukt ist eher so das alte Hafenbecken. Und auf der anderen Seite jetzt im Hintergrund das große, quadratische ist das neue, zusätzlich gebaute Hafenbecken, wenn man probiert, hier so eine Geschichte über den Hafen zu erzählen. Die beiden Hafenbecken voneinander abzusetzen, ich habe es probiert, am Ende ist es mir nicht gelungen, hat mir nicht gefallen, ich habe das immer umgebaut. An sich hat die ganze Konstruktion bis hierher schon extrem viel Zeit verschlungen, wie es immer ist im Schönbau. Heißt, an dem Grundkonzept des Hafens wird man jetzt einfach auch nicht mehr so viel ändern können. Das muss mal klar sein. Was mir am meisten tatsächlich derzeit fehlt, sind zum einen noch diverse größere Schiffe, Fracht- und Containerschiffe, so wie die Evergreen hier. Ich meine, die müssen ja nicht ganz so groß sein, aber an sich große Schiffe fehlen schon noch und alles andere, glaube ich, wird sich ergeben. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, dann wünsche ich euch natürlich jetzt an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Ich mache noch ein paar einführende Worte, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Es ist ja nun mal eine Schönbaugeschichte, da kann man schon mal ein bisschen schwafeln. Was ich ganz gut gelungen finde, ist tatsächlich die nachträglich dargestellten Laufschienen für die Portalkräne. Das sind eigentlich Geoffreys Modbox-Elemente, die ich in den Boden versenkt habe. Damit konnte ich auch auf der gesamten Länge hinsichtlich der langen Distanz das so ein bisschen ausgleichen. Ich habe die ein bisschen breiter gewählt und hier unter stehen ja immer nur sehr partiell schon bestehende Laufschienen. Die gehen von dem linken Mauszeiger bis zum rechten. Und so mit Geoffreys Modbox und diesen recht breiten Elementen konnte ich das Roundabout gut über die ganze Länge darstellen. Finde ich, ist ein guter Einfall gewesen und eine passende Lösung einfach. Denn, sage ich, was ich auch noch nice fand, ist tatsächlich, dass wir hier die Gleise so weit im Boden versenken konnten. Eine Heidenarbeit, das gesamte Verhältnis, die Konstellation dieser Docks-Elemente, nenne ich sie mal, und den Gleisen. Denn der Straße dazu, die hat auch einen Sinn, weil die kaschiert mehr oder weniger den Übergang von den Dock-Elementen hin zum regulären Terraforming. Und da hat schon eine Menge Friemelei dazu gehört, dass es gepasst hat. Und ich habe mir auch wirklich unendlich viel Mühe gegeben, dass das alles was Solides wird. Wo haben wir hier mal was ohne Straße? Hier haben wir die noch ohne. Das geht schon. Das hier hinten kriege ich noch modifiziert, ist kein Thema. Aber im Sinne dessen, dass ich jetzt eine solide Konstellation, Konstruktion habe, Höhenniveau Docks, Höhenniveau Gleise, Höhenniveau Straße,
das konnte ich auf, und dann das Niveau, Höhenniveau Terraforming. Ich habe es nicht geschafft, auf der gesamten Hafenfläche umzusetzen. Und am Ende habe ich dann doch zwei verschiedene Höhenniveaus, vor allem in dem Terraforming. Und das bringt so von oben drauf Sicht fürs Auge kein Problem mit sich. Aber im Nachgang bei Mitfahrten, ich kann euch jetzt gar kein Beispiel zeigen, wird das nicht so schön überall aussehen. Da haben wir tatsächlich ein Problem, weil wir zu markante Stufen drin haben. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte es mal gesagt haben, was ist gut, was ist schlecht. Ansonsten, ja, ist es eigentlich so das Maßgebliche. Ich muss sagen, die Draufsicht, vor allem, wenn wir das Kameratool anschalten, ich mache gerade einfach nochmal eine Sequenz an. Moment, wenn wir das mal so hier betrachten und das ausblenden. So sieht es wirklich sehr nice aus. Sind schöne Darstellungen, schöne Ansichten, die man hier fahren kann. Wenn es denn auch noch gar nicht hier fertig gebaut ist. Wenn wir denn später in so einer Mitfahrt wirklich mitfahren, ist das Ganze auch schon wieder gar nicht so schön anzusehen. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel, nee, haben wir auch nicht. Ich dachte, hier ist so ein Höhenniveausprung drin. Nee. Aber irgendwie von oben aus der Ferne sieht es schön aus mit dem Kameratool, sowieso nah dran, denn nicht. Ich habe hier schon den ersten Zug eingesetzt. Der zieht und schiebt, obwohl es eigentlich keine Wendezuggarnitur ist, mit einem, mit einem unsichtbaren Waggon am Ende und am Anfang wird eine Wendezuggarnitur tatsächlich draus und von daher ist es der erste, die ja schon mal lang rollt. Ich habe mir noch einfallen lassen, dass ich hier außen, dass der Hafen auf dieser Landzunge hier vorne getrennt ist. Da finde ich übrigens diesen chinesischen Zaun, Stacheldrahtzaun, irgendwie ganz nice. Ja, Stacheldraht ist jetzt nicht so unbedingt das Wahre vom Ei, aber anscheinend Apple und Co., Samsung wollen sich ihre Waren am Hafen wirklich richtig solide absichern lassen, deswegen Stacheldrahtzaun. Aber hier draußen gibt es halt auch ein bisschen ruhige Natur am Abend oder auch nicht. Keine Ahnung, ob ich das richtig interpretiere. Auf jeden Fall gibt es ein paar Wildcamper, die hier so rumoxidieren an dieser Landzunge und da kann man sicherlich auch noch ein paar schöne Szenerien darstellen. Das ist jetzt erstmal nur ganz grob angedeutet. Jo, habe ich sonst noch was zu sagen, wer? Nicht zwingend. Ach doch, was mir noch fehlt, ist tatsächlich so ein Beladefahrzeug, was es an vielen Häfen gibt, die so über die Container hinwegfahren kann. Ich habe mal gegoogelt, ich glaube in Hamburg auf irgendeinem Containerterminal gibt es das noch. Die fahren dann tatsächlich, sind recht dünn und fahren zwischen diesen Containerreihen durch. Die Containerreihen können zwei oder tatsächlich, so wie ich es jetzt dargestellt, glaube ich, drei Etagen hoch sein. Und wie die Fahrzeuge genau heißen, weiß ich nicht, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Die fahren dann hier durch und können die Container durch die Gegend fahren und dann halt auch unterm Portalkran abstellen. Es gibt viele Terminals, wo natürlich schon Portalkräne auch über die Containerabladestellen vorhanden sind. Auch in Hamburg gibt es sowas, aber eben auch nicht. Und mit Blick auf der Gesamtkonstellation des Hafens hat sich einfach angeboten, dass ich das so probiere darzustellen, ohne Portalkräne, sondern stattdessen, vielleicht habe ich Glück und früher oder später gibt es mal so ein ominöses Containertragfahrzeug, von dem ich hier gesprochen habe. So, jetzt ist viel gequatscht worden, gell? Ich weiß, den einen oder anderen interessiert es immer nicht so, aber ich muss es ja loswerden. Das ist halt hier eine Hardcore-Schönbaugeschichte. Noch gesagt, hier hinten, guckt mal, das sind die neuen, Rear-House-Mods, die rausgekommen sind. Also die großen Lagerhallen, einige davon einfach verbaut. Voll nice, die sehen echt gut aus. Ich finde, dieses Riesengebäude sieht aus der Ferne sehr gut hier am Hafen aus. Das ist nicht fehl, sondern richtig am Platze. Passt. So, was machen wir heute? Viel zu spät. Leite ich da jetzt erst ein. Wir werden tatsächlich ein bisschen rumfriemeln. Einfach so. Und ich habe kein richtiges Konzept jetzt, um hier voranzukommen. Habe auch gar nicht so viel Zeit. Möchte euch aber trotzdem mit einem Video versorgen. Von daher, wir bauen mal kreuz und quer so ein bisschen am Hafen rum, ohne den wirklichen Plan heute zu haben. Verzeiht mir bitte, ich hoffe, das passt euch so rein. Ich war nicht vorbereitet und die Zeit ist derzeit einfach zu knapp. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Der Winter naht ja. Also, wir fangen einfach mal an und verzieren mal hier dieses Terminal. Zum einen noch mit Einfahrtstoren, Rolltoren und dann schon mal mit LKWs und ein bisschen Markierungszeug auf dem Terminal, auf dem Asphalt. Auf dem Beton und vielleicht dann stellen wir noch ein paar reguläre Waren hier einfach mal mit ab. Also auf geht's, viel Spaß.
So, ganz schön akribische Arbeit. Wir fliegen nochmal nah drüber, aber das muss so reichen. Ja, wirkliche Ausreißer sehe ich jetzt nicht. Denn setzen wir im nächsten Step mal ein paar LKWs. So, ein paar LKWs mal positioniert. Denke ich, kann man so machen. Ich weiß nicht, ob es noch zu wenig ist. Ob man mehr bräuchte. Wir probieren mal ein paar Waren außenrum zu platzieren. Bevor wir das machen, ist meine Frage, was machen wir mit den Gleisen? Eigentlich hier könnte man tatsächlich einen Portalkran, aber nicht für Container, sondern für reguläre Waren hinstellen, oder? Wenn wir mal Portal eingeben. Dann haben wir halt eben den. Aber der hat Container dran und ist auch für Container. Wir haben den, aber wir haben dann noch irgendwo die hier. Und da ist die Frage, der ist vielleicht so ein bisschen zu altbacken hier, aber wir haben auch noch den. Nee, den. Den finde ich gar nicht schlecht. Kurz geguckt, ist das der sich bewegt? Nee. Ist das der sich bewegt? Ja, der bewegt sich. Nehmen wir einen bewegten. Ja, warum nicht, oder? Wir nehmen den bewegten. Gucken, ob wir das hier irgendwie halbwegs solide positionieren können. Der wird dann recht eng hier vorbeifahren. Kann der die Waren hier unten durchnehmen? Bestimmt, oder? Durch seine Träger. Und wir richten den mal so ein bisschen aus. Mal gucken, wie gut das wird. Tja, und bevor wir hier den nächsten setzen, gucke ich mal, ob wir hier irgendwie die Chance haben, das Profil zu verlängern. Die Laufschiene. Ich weiß, das wird eher schlechter als recht. Aber probieren kann ich es mal. Ich kram mal durch die Assets. Vielleicht finde ich was dafür so halbwegs wenigstens passt. Damit es was Schlüssiges ist hier. So, was ist denn, wenn wir den Stahlträger hier nehmen? Ich glaube, das würde fast passen, oder? Am Ende sieht es doch keiner mehr. Den noch einen Ticken höher. Dann legen wir ihn über das eigentliche. Über die eigentliche Laufschiene und verlängern den einmal durch. So, wir gucken uns das gerade nochmal von nahen an. Ach, warum denn nicht, oder? Oder ist es... Kurz mal reingesetzt. Doch, das kann man, glaube ich, machen. Ich glaube, das geht. Das machen wir jetzt. So, und wenn wir das haben, dann nehmen wir nochmal einen zweiten Kran. Ist es der sich bewegt? Nee, das ist der stillstehende. Perfekt. Den bauen wir hier hinten einfach noch mit ran. Was mir gerade einfällt, wir hätten den Kran ja auch ein Stück im Boden versenken können. So. Eieiei, wir machen das nochmal. Wieder zu spät drauf gekommen. Ah, Mann, ey. So, dann wird das mit dem Träger sicherlich jetzt einfacher ausfallen. Und daher noch besser aussehen. So, kann man das so lassen? Schreibt gerne mal was in die Kommentare. Das kann man noch schnell mal wegreißen. Vielleicht habt ihr noch eine bessere Idee. Das kann man noch mal schnell modifizieren hinsicht der Laufschienen. Ich weiß, die Kräne sind ein bisschen dicht am Gebäude hinten dran an der Lagerhalle. Aber das bleibt jetzt so. Deswegen sind hier auch die stillstehenden. Und der fährt wieder. Ja. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was Sinn macht, wie wir hier eventuell Ladegut anordnen. Und... ob wir hier auch nochmal Kräne bräuchten, macht keinen Sinn. Hier nochmal ein Portalkran macht irgendwie keinen Sinn. Eigentlich müsste man... Ja, die Kräne übrigens, kennt ihr die? Finde ich auch ganz nice. Die sind aus dem Vanilla, oder? Oder nicht? Hoffentlich hat sich kein Mist. Die finde ich ganz gut. Ob man die noch hier hinten hinstellt?
Wahrscheinlich werden wir das tun. Da haben wir auch schon verlängert. Da haben wir sogar wahrscheinlich richtige, schöne Schienen für gehabt. Wir stellen hier mal auch noch drei hin, der Vollständigkeit halber. Und wie gesagt, große Schiffe fehlen mir. Guckt mal, das ist das nächstgrößere Schiff nach der Evergreen. Und das ist texturmäßig irgendwie ein Problem, so ein bisschen. Ihr seht es recht schwarz hinsichtlich Schattierung. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von mir ist oder von der Mod eher. Keine Ahnung. Und dann gibt es eigentlich nur noch so eine Kleinkutter hier. Und das ist schon arg klein, ja. Ich meine, klar, hier darf alles anlegen. Aber bei so einem Hafenbecken hätte ich schon noch gerne ein bisschen was Größeres. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir probieren mal hier auch noch ein paar Kräne hinzu hämmern. Und jetzt fällt es mir wieder ein, von Mad Hatter sind diese Kräne. Genau, da gibt es den Kranich und da gibt es die Rails dazu. Sehr nice und ja. Die gibt es auch nochmal stillstehend irgendwo. Müsste ich mal gucken, ob ich die rausfinden kann, weil dann können wir auch nochmal vielleicht zwei Stillstehende hinbauen, dass das nicht so voll und alles in Bewegung ist. Das wäre ja auch unrealistisch. Besonders dann, wenn noch nicht mal ein Schiff da steht, ja. Das probieren wir jetzt gleich nochmal. Ich setze mal erstmal, muss nochmal gucken, wie haben wir es hier gemacht ungefähr, dass ich das so austariere, dass das möglichst identisch ist. So schaut es aus, dann machen wir das hier auch. So. So, so viel dazu. Dann lassen wir den Kran ich mal gerade stellen. So, oh, und dann pausieren wir mal kurz. Jetzt muss ich mal gucken. Ist der bei Joe Freed mit drin gewesen, der andere? Ja, ganz schnell gefunden. Okay, und hier ist er sogar noch skalierbar. Auch gut. Ich glaube tatsächlich, die Größe ist das denn. Okay, den bauen wir hier einfach noch fix mit drauf. Dann steht der fest. Gut, wenn nicht zu viel bewegbar ist, muss ich auch sagen. Und schön, wenn man da tatsächlich eine Mische haben kann. Oder nee, bewegt er sich auch? Oh nein, der bewegt... Achso, inaktiv kann man anstellen. Check. Also, nochmal weggerissen. Und dann nochmal gebaut. Cool. Okay. Dann haben wir hier natürlich wunderbar viel Fläche, um den Haufen Tinnef, ja, einfach Stückgut irgendwie hinzustellen. Ich fange mal ein bisschen an. Das werde ich jetzt in diesem Video sicherlich nicht vollkriegen, aber ein bisschen was mal zum Andeuten auch für euch können wir schon mal probieren. Moment. Also von nahen braucht man die Stapelei bestimmt auch nicht angucken. Da sind wir ja im Thema, ja. Die Draufsicht ist ganz solide, aber wenn man da dran ist, dann wird es schwierig manchmal. Die Dinger, unabhängig davon, ob es ja, umwickelte Coils sind oder umwickelte Papierrollen, brauchen die noch einen Wegrollschutz, einen Keil sozusagen. Mal gucken, was uns da schnell einfällt. Ich bin tatsächlich gerade noch ein bisschen ratlos. Okay, Joe Freed's Modbox wird hier wohl klären. So machen wir das. Okay. So, hier noch fix einen LKW hingesetzt, der hier vielleicht noch gerade ein paar Coils abholt oder anliefert. Einen Gabelstapler finde ich garantiert auch noch. Hier teure Fracht, teure Ware, teures Ladegut, ein bisschen abgetrennt. Mit dem Absperrgitter sicherheitshalber. Ja, und so kann man dann hier Stück für Stück weitermachen. Aber das soll es für den Moment einfach mal gewesen sein. Zu dem Thema Fracht und Ladung am Hafen. Vielleicht nochmal, Kameratool ist auch mal gut zum Abchecken, ob das halbwegs solide passt. Für ein paar schöne Aufnahmen später, aber das sieht doch gut aus. Perfekt. Dann, damit hier ein bisschen mehr Leben noch reinkommt, brauchen wir sicherlich ein paar LKWs, die über lang cruisen. Klar, aber auch vielleicht noch eine nächste fiktive Linie mit, ja, was will ich sagen? Einem Zug drauf, genau. Und das könnten wir jetzt mal probieren zu machen. Für den Moment nehmen wir mal eine Kesselwagengarnitur, die hier hinten in den Bereich Kraftstoff Öl fahren wird. Da muss auch noch viel passieren, ist noch gar nichts groß gemacht. Oh wei, viel, viel Arbeit. Und das löschen wir mal und setzen dafür jetzt mal noch einen unsichtbaren Endhaltepunkt hin. So, dann
Brauchen wir hier vorne noch irgendwo? Ach, wir ziehen erstmal die Linie. Wir ziehen erstmal die Linie, wird was ganz Spartanisches. Einfach, dass die nächste Garnitur drauf ist. Und zwar wird das die Hafen 2. Wir geben den ganzen auch noch eine andere Farbe. Und dann von hier. Die fährt auch hier hinten rein. Dann haben wir schon die Situation, dass wir noch Signal brauchen und damit vielleicht ein bisschen noch entspannteren Zugverkehr hinbekommen. Wir lassen den über dieses Gleis hier fahren. Über das andere. So. Und auf der Rückfahrt dann so. Das sollte passen, oder? Für den Moment auf jeden Fall. Dann ist die Frage, bräuchten wir sicherlich ein erstes Signal. Das werden wir uns unsichtbar hinstellen. Das sollte auch passen. Unsichtbar sieht man ihm nicht. Und dann stellen wir uns mal eine Kombo zusammen. So, dann brauchen wir noch irgendwie was Unsichtbares. Wie gab es denn das? War das unter Fake verbucht? Fake-Waggon, genau. Einer vorne, einer hinten. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, ich weiß, aber irgendwie fehlt mir da gerade die richtige Mod. Von daher sieht es so aus, wie es jetzt aussieht. Und die setzen wir jetzt rauf, Hafen 2. Dann kann das losgehen. Und wir beobachten die ganze Mal gleich ein Stück weit mehr im Hafen drin, als hier jetzt am Startpunkt. Gut. So ergibt sich das denn hier erstmal. Da kommt die Garnitur. Die fahren alle noch ein bisschen schnell. Wir müssen die Gleisgeschwindigkeit noch viel weiter runterstellen. Das ist jetzt aber tatsächlich ein kleines Problem. Schnell gemacht. Genau. Und ich glaube, wenn ich auf die Uhr schaue, meine Aufnahmezeit ist jetzt über eine Stunde und 20 Minuten. Das Ganze noch cutten und ein bisschen zusammenfriemeln. Dann sind wir wieder nur noch bei 15 Minuten. Von daher sage ich vielen lieben Dank bis hier fürs Reinschauen. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und vor allem auf eure Kommentare. Wie immer, ich sage, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund und dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Baba, der Checo.